Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen in der nächsten halben Stunde zeigen, wie man mit der Open-Source-Software ILIAS eine Ausbildungsplanung für Großunternehmen unterstützen kann. Hierbei habe ich ein Szenario vorbereitet. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Großunternehmen tätig mit 10.000 Mitarbeitern und Sie sind dort für die Ausbildungsplanung zuständig. Das Großunternehmen, das agiert weltweit, hat 50, 60, 70 Vertriebspartner weltweit und das Großunternehmen, das hat über 10.000 Mitarbeiter. Und Sie wären jetzt dort für die Ausbildungsplanung eben zuständig. Das Unternehmen, das stellt Großmaschinen her, in dieser Form, hat rund 60 unterschiedliche Maschinen, die eben weltweit vertrieben werden müssen. Zusammenfassend das Szenario, eben weltweites Großunternehmen, über 10.000 Mitarbeiter, 60 Großmaschinen, die vertrieben werden und Sie sind für die Ausbildungsplanung und Weiterbildung der Mitarbeiter zuständig. Das Management hat Ihnen unterschiedliche Anforderungen gestellt, also Mitarbeitende und eben auch deren Vorgesetzte sollen jederzeit sehen, welche Ausbildungen hat welcher Mitarbeiter absolviert und welche gilt es noch zu absolvieren. Eine Ausbildung soll mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Ein Zertifikat, das soll verfallen, weil die Mitarbeiter eben beispielsweise nach einem Jahr oder nach 2 Jahren sich wieder rezertifizieren sollen. Also sie sollen eben dann das Wissen sich noch einmal neu aneignen, Neuigkeiten, die es gegeben hat bei diesen Maschinen, die vertrieben werden, sollen eben neu lernen. Weitere Anforderungen, die Schulungen, die sollen intern verrechnet werden. Also das Unternehmen ist eben global tätig, hat Vertriebspartner, die Vertriebspartner, die bilden ihre Mitarbeiter aus und das Mutterunternehmen möchte eben diese Schulungen intern verrechnen, weil schlussendlich die ganze Ausbildungsplanung und die Erstellung der E-Learning-Inhalte, das kostet was, deshalb soll das intern verrechnet werden können. Die Inhaltserstellung, die werden von den Fachbereichen gemacht. Sie können sich vorstellen, es gibt einen Fachbereich Service, Support, einen Fachbereich Sales und so weiter. Und diese einzelnen Fachbereiche sind für die Erstellung der Inhalte dieser Lernumgebungen zuständig. Die Schulungsorganisation soll vom Mutterunternehmen vorgenommen werden, also das Mutterunternehmen sagt, hier finden diese und jene Kurse statt. Und das ist das Szenario und dafür wären Sie jetzt zuständig. So, und jetzt überlegen Sie sich, ja, wie gehe ich jetzt nun vor? Wie muss ich jetzt eine solche Ausbildung planen, wie mache ich das, damit weltweit eben diese 10.000 Mitarbeiter geschult werden können? Dann überlegen Sie sich wahrscheinlich einmal, ja, was haben wir für Produkte? Dann sehen Sie, ja, wir haben eben dieses Förderband HIC 2000, wir haben eine Verpackungsmaschine BBC, eine Verpackungsmaschine XZZ und so weiter, eben diese 60 Produkte, die das Unternehmen vertreibt. Dann schauen Sie sich an, ja, welche Unternehmen haben wir in unserem Konzern und für welche Produkte sind diese Unternehmen zuständig? Weil nicht jedes Unternehmen vertreibt sämtliche dieser 60 Produkte. Dann überlegen Sie sich, ja, was muss eigentlich geschult werden auf diesen Produkten? Also es muss einerseits muss jetzt für dieses Förderband braucht es eine Wartungstheorie, weil diese Service-Mitarbeiter, die müssen diese Maschinen warten können. Es braucht aber auch irgendwie
Für die Sales-Mitarbeiter braucht es Unterlagen, damit sie wissen, ja, wie verkaufe ich jetzt beispielsweise eine Komponente, eine Fernsteuerung zu diesem Förderband. Oder aber eine Wartungstheorie zu allgemein zu Verpackungsmaschinen, die einerseits gilt für diese BBC und für diese XZZ-Verpackungsmaschine. Übrigens, das sind erfundene Beispiele hier, also die Verpackungsmaschinen gibt es wahrscheinlich nicht, aber so überlegen Sie sich eben, wie Sie diese Ausbildungsplanung aufbauen und wie das Ganze zusammenhängt. Ja, und jetzt bauen Sie einen Ausbildungsplan auf. Einmal einen Ausbildungsplan für einen Servicetechniker. Was muss ein Servicetechniker können? Der Servicetechniker, der ist eben nicht zuständig für Sales, sondern der soll eben Wartungstheorie Förderband, Wartungstheorie Verpackungsmaschine und so weiter, der soll das lernen, absolvieren. Dann gibt es E-Learning, es gibt Präsenzveranstaltungen und sie bauen sich hier so einen gesamten Ausbildungsplan zusammen. Ja, dann vermutlich denken Sie weiter und denken dann, ja, aber jetzt im Unternehmen 1 gibt es ja nur 8 Maschinen, die dort vertrieben und supportet werden. Das heißt, eben der Servicetechniker, der muss nicht hier 120 E-Learnings durcharbeiten beim Unternehmen 1, sondern der Servicetechniker, der soll ja nur jene E-Learnings und Ausbildungen und Zertifizierungen machen, für welche das Unternehmen dann auch zuständig ist. Das heißt, beim Ausbildungsplan von Hans Muster, je nach Unternehmen und nach seiner Rolle, nach seinem Jobprofil, soll sich dann der Ausbildungsplan entsprechend reduzieren. Und genau das sind eigentlich so Standardanforderungen, die uns immer wieder von Industriekunden und von Unternehmenskunden gestellt werden. Wir möchten unsere Mitarbeiter ausbilden, wir möchten, dass diese zertifiziert werden, wir möchten, dass diese Rezertifizierung absolvieren, wir möchten, dass das Management, die Fachbereiche tagtäglich eigentlich sehen, welche Mitarbeiter sind wie ausgebildet, welche Mitarbeiter müssen wann rezertifizieren. Und vor allem auch soll der Mitarbeiter auf einen Blick sehen, ja, was muss ich in diesem Jahr eigentlich an Lerninhalten erarbeiten, welche Zertifikate stehen an. Das sind so die Anforderungen, die uns immer wieder so gestellt werden. Wie Anna Kämpfer bereits einleitend gesagt hat, nutzen wir die Open Source Software ILIAS. Ich werde dann im späterer Fortlauf der Präsentation noch etwas mehr zu ILIAS erläutern. Was wichtig ist, was Sie wissen müssen, ILIAS ist ein E-Learning-System, wo Sie eben E-Learning-Contents erarbeiten können, ablegen können und wo Mitarbeiter eben solche E-Learning-Contents durcharbeiten können. Was häufig ist mit solchen Anforderungen, teilweise sind die dann leicht unternehmensspezifisch, die Prozesse. Wie schaut es jetzt mit der Zertifizierung aus? Wie ist das Unternehmen strukturiert? Wer soll jetzt auf was Zugriff haben? Und genau dort erarbeiten wir dann gemeinsam mit dem Unternehmen die entsprechende Lösung. Wir haben das gemacht. Das schaut nun so aus. Das ist jetzt ein persönlicher Ausbildungsplan eines Mitarbeiters. Er sieht hier, er ist in der Jobprofilrolle Servicetechniker, er hat das Produktportfolio zugewiesen, Anlage Margarinenfabrik Entenhausen, das ist sein Produktportfolio, da gibt es unterschiedlichste Produkte. Er sieht, er hat Skills, eben Basic Wartungstheorie, die sind im Moment noch rot, da hat er eben den Skill noch nicht absolviert, deshalb hat er auch die Rolle noch nicht absolviert. Und er sieht unterschiedlichste E-Learnings, die er absolvieren muss. Teilweise hat er die absolviert. Er hat ein Zertifikat. Dieses hier ist jetzt gültig bis Februar 2017. Andere sind eben gültig bis Januar 2017. Und hier sieht er eben Verpackungsmaschine, Großpackung 2, Wartungstheorie, das ist noch offen. Wenn er jetzt das noch absolviert, dann werden dann
die Skills auf grün gehen und die Rolle wird auf grün gehen. Und sobald dann eben ein Zertifikat ausläuft, 3 Monate vorher, geht das Ganze dann auf orange, läuft aus, somit läuft der Skill in 3 Monaten aus und die Rolle läuft in 3 Monaten aus. Und so sieht der Mitarbeiter und der Vorgesetzte sieht jede Zeit, wie stehe ich im Moment mit meiner Ausbildung. Wenn ihr jetzt so diese Kurse sieht, eben E-Learning, Verpackungsmaschine, Großpackung, dann kann er eben auch schauen, ja, wie viele Kurse gibt es im Moment, die im Moment angeboten werden. Es könnten ja auch Präsenzschulungen sein. Dann geht er hier eben Aktionen, zeige mir die Kurse an und er sieht, im Moment werden 2 unterschiedliche E-Learning-Kurse angeboten, der eine auf Englisch und der andere auf Deutsch und er kann sich dann selbstständig anmelden, E-Learnings durcharbeiten, Zertifizierung machen und so eigentlich den gewünschten Ausbildungsstand erreichen. Dann natürlich überlegen Sie sich dann, ja, es braucht wahrscheinlich noch mehr als nur einen Ausbildungsplan. Mit Ausbildungsplan allein ist es nicht gemacht, weil Anforderung des Managements war ja, Contents muss vom Fachbereich erstellt werden. Und dann gibt es unterschiedlichste Prozesse, die sich überlegen können. Beispielsweise eben, jemand formuliert eine Anforderung an den Content, das ist die verantwortliche Ausbildung. Dann gibt es einen verantwortlichen Fachbereich, der eben dann Content erstellt. Es braucht Qualitätsprüfungsprozesse. Der Content muss nach der Qualitätsprüfung dann zur Verfügung gestellt werden für das Kursmanagement, die den Content ausschreibt. Jährlich, 2-jährlich muss dieser Content aktualisiert werden. Und das ist dann so ein Regelfluss. Und genau solche Prozesse eben können Sie sich überlegen, wenn Sie eben in einem Großunternehmen für Ausbildungsplanung zuständig sind. Und genau solche Prozesse bilden wir dann eben mit der Open Source Software Ilias ab. Anderer Prozess, Kursmanagement, Ausbildungsplan erstellen hatten wir, Kursplanung vornehmen, Kurs wird ausgeschrieben, je nachdem werden Trainer eingeschrieben bei Präsenzveranstaltungen, je nachdem eben melden sich Mitarbeiter selbst an oder werden eingeschrieben. Kursvoraussetzungen müssen geprüft werden, Kurs muss verfügbar gemacht werden, Training wird durchgeführt, wird ausgewertet und abgeschlossen. Anderer Prozess eben, Zertifikat läuft aus. Mitarbeiter und Vorgesetzte wird benachrichtigt, Achtung, in 3 Monaten dann bist du nicht mehr zertifiziert. Mitarbeiter meldet sich zur Zertifizierung an, macht einen Online-Test und bekommt das Zertifikat und ist dann wieder rezertifiziert. Noch etwas umfangreicher, und ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber Sie sehen dann, was auf so einer E-Learning-Plattform alles zusammenhängt. Man hat Contents, man hat E-Learning-Inhalte, man hat unterschiedlichste Prozessrollen wie Content-Manager, Autoren, Content-Supervisor, Kursmanager, Teilnehmer logischerweise, dann Vorgesetzte, Mitarbeiter, HR, die eben Reports ziehen müssen. Die gesamte Unternehmensstruktur muss abgebildet werden, also vom ganzen Großkonzern mit den ganzen 50 Vertriebspartner, damit schlussendlich eben die Berechtigungssteuerung für Vorgesetzte und eben Mitarbeiter, HR und Fachbereich überhaupt möglich ist, damit nur die entsprechenden Vorgesetzte auch die Zertifizierung ihrer Mitarbeiter sehen. Ja, und all das, das setzen wir mit der Software Ilias um. Und die Software Ilias, die ist Open Source, die gibt es jetzt seit dem Jahr 2000, also eigentlich 15 Jahre lang schon, wurde an der Universität Köln geboren, wurde dann Open Source gestellt, damals primär eigentlich Fokus auf ein Hochschul-E-Learning-System. Und mittlerweile bewegt sich eben diese Software Ilias immer mehr Richtung in die Unternehmenswelt, weil wir eben genau solche unternehmensspezifische Prozesse damit abbilden können. Ja, was ist die Software Ilias eigentlich? Was bietet sie sonst noch?
neben dem, dass wir eben dann unternehmensspezifische Prozesse abbilden, im ILIAS-Kern. Der ILIAS-Kern ist eigentlich ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten, der eben dafür da ist, Online-Content zur Verfügung zu stellen. Da gibt es dann Dinge wie ein Kurs, das ist dann eben dort, wo das E-Learning stattfindet. Da gibt es dann aber eben auch Dinge wie Lernmodule. Lernmodule, das werden Sie nachher noch sehen, wo dann online eben Text, Video, Audio zusammenkommen und Mitarbeitende sie sich selbstständig fortbilden können. Wichtig dann eben so ein Testmodul, wo man Online-Tests machen kann, wo man je nachdem, wie das eingestellt ist, den Test dreimal wiederholen kann und nach dreimal heißt es, jetzt bist du leider durchgefallen, melde dich beim Vorgesetzten für das weitere Vorgehen oder wie auch immer der Prozess im entsprechenden Unternehmen ausschaut. ILIAS selbst kann dann unterschiedlichst eingesetzt werden. Das ist ein Beispiel, wie es in der Hochschulwelt eingesetzt wird. Man hat einen Kurs, man hat Inhalte, man hat einen Dozenten, einen Assistierenden mit seinen Studierenden. Er pflegt die Inhalte meistens selbst. Ein anderer Dozent pflegt dann die Inhalte für seinen Kurs selbst. Die haben nichts miteinander zu tun. Das ist so das Hochschulszenario. Im Unternehmensszenario schaut es dann meistens so aus. E-Learning-Inhalte werden eben von den Fachbereichen erstellt, eigentlich abgelegt in einer Art Materialien-Datenbank und die Trainer, die bedienen sich dann einfach von diesen Materialien, stellen die Kurse zusammen und sind primär eigentlich einfach Ansprechpersonen für diese Teilnehmenden der Präsenz oder von E-Learning-Kursen, aber die Trainer stellen eben die Inhalte nicht selbst, sondern die kommen von den Fachbereichen. Wie bereits erwähnt, ILIAS ist eine Open-Source-Software unter der General Public License. Ich sage meistens, wenn ich ILIAS präsentiere, Open-Source im Sinne von Free Spirit und nicht im Sinne von Free Beer. Das heißt eben, wir alle in der ILIAS-Community, sämtliche unserer Kunden und sämtliche Kunden der anderen Service-Provider von ILIAS, wir gestalten ILIAS gemeinsam. Einerseits bringen sich die Kunden konzeptionell, aber eben auch finanziell ein und wir gestalten gemeinsam ILIAS und machen eigentlich ILIAS zu einem der besten, würde ich sagen, Learn-Management-Systeme weltweit. Was haben Sie als Kunde für Vorteile? Sie bezahlen dann schlussendlich eben für die Funktionalität, die Sie eben haben möchten. Also Sie können sich ILIAS selbst installieren, Sie können ILIAS von uns installieren lassen. Wenn das 1:1 passt, dann passt es. Und wenn Sie dann sehen, ja, dieser und jener Prozess, den möchte ich eben elektronisch abbilden, dann spezifizieren wir das gemeinsam und bilden den eben gemeinsam ab. Es ist möglich, Entwicklungskosten zu teilen. Wir hatten das schon in einigen Projekten, dass mehrere Kunden eben dieselbe Anforderungen hatten und sich dann gemeinsam auf eine gemeinsame Spezifikation geeinigt haben und so eben die Entwicklungskosten teilen konnten. Und immer wenn etwas im ILIAS-Kern eben veröffentlicht werden soll, dann diskutiert eben die gesamte Community auch die Spezifikation noch einmal und gibt Hinweise, wo es allenfalls Stolpersteine geben könnte. Die ILIAS-Community selbst, wie schaut das aus? Wichtig ist diese Mitgliederversammlung. ILIAS ist im ILIAS Open Source E-Learning Verein organisiert. Da kann man als Privatperson Mitglied sein, man kann als Institution Mitglied sein. Und diese Mitgliederversammlung, die findet jährlich statt, die wählt den Vorstand von ILIAS und die wählt die Chefentwicklung von ILIAS. Das heißt, Sie haben durch die Mitgliedschaft im ILIAS E-Learning e.V. eben eine direkte Stimme, wie es mit ILIAS weitergeht, weil sie eben Vorstand und Entwicklungsleiter wählen. Dann gibt es daneben im Verein gibt es den ILIAS-Beirat. Da haben Sie als institutionelles Mitglied eben auch eine Stimme. Der ILIAS-Beirat bekommt von der Mitgliederversammlung ein jährliches Budget.
Und dort können Sie als institutionelles Mitglied eigentlich mitbestimmen, was mit diesem Budget geschehen soll. Das heißt, im ILIAS Beirat schauen wir, was können wir für ILIAS mit diesem Budget entwickeln, damit ILIAS auf lange Dauer nachhaltig bleibt. Beispiel: Es gibt keinen Kunden, der in die Security investiert, und es gibt auch keinen Kunden, der in die Performance investiert. Wenn ein Kunde ILIAS verwendet, dann geht er davon aus, ILIAS ist sicher und ILIAS ist performant. Da gibt es nicht einen Industriekunde, der sagt, ja, ich finanziere jetzt mal die Security auf 3 Jahre für ILIAS. Deshalb eben Beirat, welcher Geld von der Mitgliederversammlung bekommt und so im Beirat dann eben bestimmt wird, was mit diesen Geldern eben dann entwickelt werden soll. Und im Beirat entwickeln wir eben nicht neue Funktionen, weil neue Funktionen, das machen dann eben die einzelnen Kunden, sondern im Beirat schauen wir für die Nachhaltigkeit von ILIAS. Dann, alle 2 Wochen findet in Köln der Schurfix statt. Dort wird entschieden, was wird im ILIAS-Kern entwickelt. Was kommt ins nächste ILIAS-Release? Dort können sämtliche Community-Mitglieder, wenn sie möchten, können dort teilnehmen, können ihre Anforderungen eigentlich vertreten. Im Normalfall machen wir das für die Kunden. Also wir sind eigentlich jede 2. Woche, mindestens einmal im Monat sind wir in Köln und vertreten dort eben die Anforderungen unserer Kunden und schauen, ist es etwas für den ILIAS-Kern oder ist es etwas Kundenspezifisches, was man als Erweiterung dann an ILIAS andockt. Die ILIAS-Entwicklungsformen, eben wie erwähnt, ich kann etwas für den ILIAS-Kern entwickeln. Das heißt, im nächsten Release, ILIAS-Release kommt jährlich raus, ist dann meine Entwicklung bereits enthalten und für die ganze Community verfügbar. Wenn es etwas Kundenspezifisches ist, dann kann ich ein sogenanntes Plugin entwickeln. Das kann ich an ILIAS andocken, ist dann kundenspezifisch, funktioniert über die Plugin-Schnittstelle. Hier dann eben die weitere Pflege, das sind dann die jeweiligen Benutzer dieses Plugins. Also wenn Sie die einzige Institution sind, die dieses Plugin nutzt, dann sind Sie auch verantwortlich für die Pflege. Daher schauen wir jeweils, wenn es etwas ist, was eben andere Kunden auch verwenden könnten, dass wir das im ILIAS-Kern umsetzen können, dann ist die ganze Community verantwortlich für die Release-Pflege und für die Weiterführung. Was wir sehr selten machen, ist ein sogenannter Patch. Das ist etwas, was häufig Institutionen machen, die sich ILIAS selbst herunterladen, sich nicht an einen Service-Provider wenden und dann einfach ILIAS anpassen. Dann haben Sie das Problem, wenn Sie auf einen neuen Release gehen möchten. Wenn Sie dann einfach irgendwelche Codezeilen ändern und in einem Jahr dann ein Upgrade machen, dann sind Ihre Codezeilen wieder weg und Sie müssen diese Codezeilen wieder hinschreiben. Deshalb schauen wir eigentlich mit unserem Kunden, dass wir möglichst ILIAS-Plugins oder eben Kernentwicklung betreiben und so ILIAS eben weitergestalten. Ich komme zum Ende meiner Präsentation. Das ist ein Foto von 2007 von einer ILIAS-Entwicklungskonferenz. Mittlerweile sind es über 50 Personen, welche an einer ILIAS-Konferenz jeweils teilnehmen. Und all diese Personen hier, die sind eben froh darum, wenn es weitere Institutionen gibt, die ILIAS nutzen und sich eben konzeptionell und auch seitens der Entwicklung einbringen. Und diese Community, die ist international, also es gibt Schweizer, es gibt Deutsche, es gibt Italiener, es gibt Dänen und diese Community, mit dieser Community arbeiten wir eben gemeinsam an diesem E-Learning-Produkt ILIAS. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit.